Am Theodor Heusring passiert in diesem Jahr eine ganze Menge. Aktuell laufen die Sanierungen an der mittleren Ebene des Barkauer Kreuzes. Wir werden in den Sommerferien die Friesenbrücke mit einem neuen Korrosionsschutz versehen. Im Schatten dessen werden dann auch die Fahrbahnen neu asphaltiert. Die Nebenfahrbahnen werden die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut und auch die dort liegenden Kanäle saniert. Wieso muss am THR gebaut werden und warum gerade im Sommer? Der Substanzerhalt und der Verkehrsinfrastruktur ist unser Ziel bei diesen Maßnahmen. Wir schaffen das, dass wir dann die nächsten 15 bis 20 Jahre Ruhe haben, bevor wir dann wieder an die vor allen Dingen Bauwerke müssen. Das muss alles in der warmen Jahreszeit passieren, weil wir rund um die Uhr für die Sanierungsarbeiten 8 Grad Außentemperatur bedürfen. Und wir haben den positiven Nebeneffekt, dass wir in den Sommerferien 15% weniger Autoverkehr haben und dass dieser sich auch etwas besser über den Tag verteilt, wir also nicht so ausgeprägte Morgen- und Abendspitzen haben. Es gibt so viele städtische Baustellen und die sind nie aufeinander abgestimmt. Es gibt tatsächlich sehr viele Baustellen, aber nur 10% der Baustellen im Verkehrsnetz sind tatsächlich städtische Baumaßnahmen, wobei natürlich die größten schon unsere städtischen sind. Die sind alle aufeinander abgestimmt und es gibt eben auch Abhängigkeiten, dass eine Baustelle erst starten kann, wenn eine andere beendet ist.